Gut, für die deutsche Wirtschaft tue ich mir natürlich schwer. Da habe ich keine Kompetenz, um das zu beurteilen. Für Amazon ist es in der Tat eins der Kernthemen, nicht erst seit heute, sondern schon seit sehr vielen Jahren. Wir waren, glaube ich, eins der ersten Unternehmen, das sich im Bereich Digitalisierung vom Buch-Content, damals hieß das Search Inside the Book, Volltextsuche im Buch, eingesetzt hat. Daraus entstand die heutige E-Book, das heutige E-Book-Geschäftsfeld. Also insofern ist es eins unserer Kernthemen seit vielen, vielen Jahren. Ich würde sagen, seit 10 Jahren kümmern wir uns im Kern um dieses Thema. Naja, das Zukunftsprojekt ist das gegenwärtige Projekt. Wir wollen noch mehr Content live bringen. Ja, unsere Vision ist es beispielsweise im Buchbereich, jedes Buch in jeder Sprache in 60 Sekunden an jede Stelle der Erde zu bringen über die Digitalisierung. Wir wollen den digitalen Content noch mehr in Einklang bringen mit der dazugehörigen Hardware. Nicht notwendigerweise nur die Amazon-Hardware, sondern generell jede Hardware, auf der digitaler Content konsumiert werden kann. Na gut, ich war jetzt mit im Panel, da muss ich jetzt natürlich sagen, das war ein tolles Panel, logischerweise. Nee, ich finde solche Veranstaltungen sehr, sehr wichtig, weil hinter dem technischen Begriff Innovation kann man sehr viel verstehen und ich glaube, hier bekommt man sehr praktische Anleitungen, was man tatsächlich einfach umsetzen kann. Welche einfachen Schritte kann ich als Unternehmer oder als Mitarbeiter, als Unternehmenschef gehen, um Innovation in meinem Unternehmen zu fördern, damit noch mehr Ideen entstehen und noch mehr Ideen umgesetzt werden können.